Weiter geht es mit den Spots an der alten Festung. Welche Aufgaben haben wir hier? Es ist gar nicht so schwierig. Das einzig Schwierige hier an der alten Festung für die Neujahrs-Events, für die Neujahrs-Spots ist, dass es im Idealfall in den Abendstunden und in der Nacht alles zu erledigen ist. Das heißt, Timing ist angesagt und wir haben es jetzt 21 Uhr und ich mache mich auf die Socken. Wir brauchen hier verschiedene Fische, die halt sehr gut in der Nacht gehen und wir gucken uns an, wo die reingehen können. Also legen wir auch direkt los. Eine Stelle, die natürlich klassisch ist und die werde ich jetzt auch probieren. Und währenddessen suchen wir natürlich auch noch ein bisschen weiter. Eine Stelle, die klassisch ist, ist zum Beispiel hier. Und hier geht es natürlich auf dem Aal. Also suchen wir schnell unser Setup zusammen. Wir gucken hier mal eben kurz rein, wie man halt auf dem Aal geht. Weißt du was? Fange einen Aal steht in der Challenge und dementsprechend nehmen wir hier einfach mal einen kleineren Haken. Ich nehme einen 6er Haken, einen Tauwurm und raus damit. Knapp hier vorne hin, 6, 7 Meter, gibt es auch bestimmt schon 12 YouTube-Videos zu, wie man hier, wo man hier angelt, auf Aal an der alten Festung. Bestimmt 4, 5 verschiedene Spots und jeweils ein Video dazu. Einfach mal reingucken und ja, eine Stelle, wie gesagt, ist hier vorne. Deswegen werfen wir auch hier direkt aus. Nochmal eben checken. Vorfach ist relativ dünn und klein. Jawohl, wir gehen fein rein. Mir reicht ein Aal, wenn er winzig ist. Und wir nehmen natürlich auch noch Fischfetzen. Nehmen wir auch nochmal mit dazu. Und auch das rausgeworfen. So, also, das ist die Möglichkeit Nummer 1 hier, um auf Aal zu gehen, 6-7 Meter wie gesagt raus. Hier können aber auch reingehen die Quappen und manchmal geht sogar hier ein Wels drauf. Das heißt, wenn man hier ein bisschen Sitzfleisch hat, könnte man hier an der Stelle schon den ersten Aal fangen. So, und jetzt tragen wir aber noch ein bisschen Informationen zusammen, wo denn hier schon einiges gefangen worden ist. Als erstes gucken wir natürlich rein, ab Premium, also für die alte Festung zählt Premium haben. Und es zählt ab Stufe 4 alles alte Festung. 4, 5, 6 und 7 ist alte Festung. Jeweils eine Sache. Ich habe hier zum Beispiel die Quappe abgeschlossen. Da gab es eine gute Info aus dem Livestream-Chat. Und das hat super funktioniert. Also für die Quappe bin ich hier hingegangen. Das sind die Koordinaten A5. Und dann von hier aus, hier ist so eine kleine, hier ist so ein bisschen Grünzeug so im Wasser, einfach so eine Lücke gesucht, rausgeworfen, 36 Meter, 35, 36 Meter, hier so zwischen. Man sieht hier gegenüber gespiegelt so ein paar Bäume, also einfach da hinten die Bäume angeworfen. Und dann kommt man da richtig gut raus. Quappe ging sehr schnell rein, hier wurde allerdings auch Wels gefangen. Also zwei Möglichkeiten hier, auf Fischfetzen mit einem 1er Haken. Nicht zu klein, ich war hier mit ungefähr 13 Kilo Vorfach unterwegs. Wenn man natürlich nichts Größeres hat, geht man natürlich kleiner rein, hat man einen längeren Drill. Ganz klares Ding, aber es funktioniert. Aber hierhin muss man schon kommen, 30 bis 35 Meter, wenn ihr nicht ganz so weit rauskommt, eben hier versuchen, da wo es ein bisschen flacher oder nicht ganz so weit von der Entfernung ist, gucken, dass man eben hier in diese tiefen Bereiche kommt. Hier gehen die Quappen. Wie gesagt, bei mir gezogen über 5 Kilo, danach auch nochmal mit 1,5. Das ist auch die Challenge, mindestens 1,5 Kilo. Eine andere Möglichkeit ist dann hier. Und dann stehen wir hier auch schon genau richtig. Wir ziehen mal eben kurz hier was raus. Was haben wir denn da? Auf dem Tauwurm noch den Barsch. Weißt du was? Auch hier ändere ich schon mal auf Fischfetzen. Ich glaube, es reicht ein Tauwurm hier und der Rest so bleibt auf Fischfetzen. Perfekt. Andere Möglichkeit, wir gehen hier entlang des Stocks sozusagen, gucken da einfach hin und landen rein optisch schon genau im 6,5 Meter Loch. Da gibt es eine Stelle vom Pfluftl, der hatte das im Discord auch gezeigt und auch geteilt. Der hat hier seinen 5,6 Kilo Wels gefangen. Auch richtig, richtig nice. Auf Fischfetzen, also auch das durchaus eine Möglichkeit. Heißt also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel gleich ratzfatz möglicherweise einen Aal fange, dann geht es für mich natürlich direkt weiter hier auf Wels. Oder ich werfe
eine Route dahin auf Fels, könnte ich doch auch machen, oder? Guck mal, ich habe hier sogar ein dickes Blei noch drauf. 9 Kilo. Wir gehen hier sogar mal ein bisschen dicker drauf. Weißt du was, wir machen das schön parallel. Die Zeit direkt ausnutzen. Ich gehe mal auf 13,8. Müsste alles passen. Ich nehme hier aber jetzt für den Wels einen 1er Haken. Und auch da dann den Fischfetzen. 1er Haken ist halt wirklich nicht groß für einen Wels. Und es ist sogar fast schon eingestellt hier vom letzten Spot. Und wir gehen jetzt hier auf 35 Meter. War das richtig? Genau, 35 Meter Clip. 15 Grad hat er geschrieben, also es war relativ kühl. Oh, das ist nicht in den Clip gegangen. Ich hole nochmal ein und werfe nochmal weiter aus. Man sieht es natürlich aufgrund des Nebels jetzt gerade nicht so richtig gut. Also das wäre dann jetzt schon mal 2 Stellen hier für Wels beziehungsweise für Quappe und für Aal. So, schön absinken lassen. Und gucken, bisschen stramm ziehen. Und dann haben wir jetzt schon mal hier die Position. Also, Aalspots sollten, wie gesagt, bekannt sein. Es gibt hier oben noch eine Stelle, es gibt hier unten noch eine Stelle. Es gibt für den Aal auch mal hier durchaus eine Stelle oder hier unten. Aber ich sag mal, die populärsten sind, glaube ich, hier 1, 2 und 3. Da auf dem Aal. Jetzt stehe ich hier, wie gesagt, auf dem Wels und auf den Aal. Wie gesagt, die andere Stelle ist hier für Wels und Aal. Manchmal ballert hier auch noch einen Wels rein. Und manchmal geht auch hier von der Brücke aus am Fuß die Quappe. Auch durchaus eine Möglichkeit. Aber der sicherste Weg ist tatsächlich im Moment für die Quappe hier. Wir gucken nochmal eben rein in die Herausforderungen. Also, wir brauchen Fange auf Grundroute, das heißt, wir können jetzt hier nicht mit Jig reingehen, an der alten Festung einen Wels von mindestens 3 Kilo. Hoffen wir mal, dass das klappt. Ich gehe davon aus, dass das funktioniert. Im Moment ist der Austausch in der Community super. Wir tauschen uns alle richtig gut aus. Die Infos fliegen nur so raus und dementsprechend teile ich das eben auch hier übers Video. Also es gibt einige Infos schon auch im Discord. Und ja, das scheint ganz gut zu funktionieren. Hier an der Stelle, wie gesagt, wurde auch Aal gefangen. Also auch das funktioniert. Wenn man das jetzt so sich anschaut, die letzten Beiträge sehen richtig, richtig gut aus. Immer wieder viele Infos. Die nächste Schwierigkeit ist dann vielleicht auch nochmal der schwarze Amur. Der war jetzt in den letzten Tagen, die ich heute getestet habe, hier an der alten Festung ein bisschen schwierig zu fangen, weil vielleicht das Wetter nicht passend war. Da mache ich mir auch absolut keinen Stress, denn man weiß ja, hier ist die Aufgabe, schwarze Amur, alte Festung ab 5 Kilo. Ich hatte 2 schwarze Amure drauf, einmal um die 2 Kilo, einmal um die 3 Kilo. Hat nicht ganz gereicht, aber der wird reingehen. Da warte ich jetzt einfach nochmal ein bisschen passendes Wetter ab und dann geht es da wieder auf Amur. Irgendwann ballert er rein. Ich habe ganz viel zum Beispiel beim Amur auch mit Naturködern gearbeitet. Das hat gut funktioniert. Man musste da noch nicht mal mit Boilies dran. Guck mal hier. Erste Quappe hier sogar schon gefangen. Auch nicht schlecht. Also einer von den Zielfischen geht sogar hier noch mit rein auf Fischfetzen. Jetzt hier natürlich gerade mit einem kleineren Haken. 12er Haken nur. Für einen Aal könnte das gut reingehen und könnte reichen. Für die Quappe ist das natürlich ein viel zu kleiner Haken. Da dann, wie gesagt, auch mit einem 1er Haken reingehen. Ne? Aber wenn man hier vielleicht mit einem 1er Haken steht, ist das doch durchaus eine Möglichkeit. Also, die Herausforderung an der alten Festung war anfangs so ein bisschen ein Uff. Aber ich muss sagen, gerade auch mit dem Austausch hier mit der Community, es scheint gar nicht so schwierig zu sein. Die ersten Brocken sind drin, es sind schon einige Sachen abgeschlossen und es sieht wirklich ganz gut aus, dass man das schafft. Das nächste Ding wird dann natürlich auch Koori und noch Belaya. Da müssen wir dann natürlich nochmal weiter gucken. Da suchen wir dann jetzt am nächsten Freitag natürlich erstmal schön die Belaya ab. Belaya Wettangeln am Freitag ist ja immer das Wichtigste oder das A und O jeden Freitag. Da gibt es immer Low-Level bzw. Belaya-Wettangeln und dementsprechend packen wir das auch. Jetzt gucke ich gerade nochmal eben durch. Haben wir eigentlich alles? Wir haben die alte Festung mit dem Wels. Die Welsstellen habe ich genannt. Wo man hinwirft, klar natürlich mit Tauwurm oder Fischfetzen immer und immer nur nachts. Wie gerade schon gesagt, alle Fische laufen sehr gut in der Nacht. Auch der schwarze Amur läuft in der Nacht sehr gut. Also, alte Festung, Wels, check, haben wir. Quappe
auch schon abgehakt, funktioniert super an der gerade genannten Stelle, kann man wirklich gut machen auf 35, 36 Meter, sensationell. Dann das nächste Ding, fang ein Aal, hier ist die Größe egal, deswegen gehe ich mit einem kleinen Haken rein. Wenn mir da so ein kleiner Schnürsenkel reingeht, gar kein Problem, so ein Bindfaden, dann nehme ich auch den ganz dünnen Aal mit, gar kein Problem, Hauptsache ich habe den Aal. Und dann haben wir hier eben noch Fang an der alten Festung den schwarzen Amur mit einem Gewicht von mindestens 5 Kilo. Und da gucken wir natürlich noch mal kurz rein. Zuletzt war ja Banane und Kokossahne der Burner. Das hat eben hier vorne, hier oben auf 21,67 richtig gut funktioniert. 17 Meter, 19 Meter Entfernung, zwei Stellen. Auch dazu findest du auf dem Kanal bestimmt 10 verschiedene Videos zum Amurangeln. Hier an der alten Festung, auch meistens oder viel an dieser Stelle. Also wenn du da planlos bist, reingucken, informieren, absahen, dann klappt das auch. Andere Stelle, die funktioniert seit ungefähr 2 Wochen hier, diese Stelle, und hat auch schon einiges geliefert. Also auch hier durchaus mal testen, und wenn das nicht funktioniert und wenn das nicht funktioniert, natürlich braucht das alles ein bisschen Zeit mit dem schwarzen Amur, dann auch nochmal hier unten testen, hier unten in der Ferse. Hier gibt es so eine kleine Ecke kurz, ja, hier so eine kleine Lücke sozusagen. Und dann sieht man hier so ein bisschen grünen Schilfzeug. Und an der Kante kann man sich dann schön reinwerfen. Das sind auch nur so ungefähr 7 Meter, die man dann da reinwirft. Und dann eben natürlich auch hier ab der alten Festung immer viel auch mit Futtermische arbeiten. Also Graskarpfen, Futtermische und dann verschiedenste Aromen testen. Ja, so viel dazu, so viel zur alten Festung. Ich glaube, wir haben hier die sämtlichen wichtigen Punkte. Jetzt heißt es nur noch rausziehen, teilen mit der Community. Link zum Discord ist unterm Video. Einfach teilen, wo was für dich funktioniert hat. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren gefällt mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Jeden Tag zurzeit im Dezember noch, jeden Tag ab 19 Uhr und in der Regel mit Russian Fishing 4 montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri.